Bonjour, Monsieur, Dame, c'est l'heure de la chorale. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist die Stunde des gesungenen Kirchenliedes. Ich habe eingekauft, j'ai acheté deux livres, et ils sont dans 7 paquets ici. Et je vais l'ouvrir. Et j'ai acheté 2 livres, c'est Guide de la musique sacrée et chorale profonde de 1750 à nos jours. Fayard, les indispensables de la musique, c'est 7 livres. France Télécom, fondation d'entreprise. C'est nouveau. Et c'est Guide de la musique sacrée et chorale profonde, l'âge baroque, 1600 à 1750. Et c'est pas France Télécom, fondation d'entreprise. Kann man hier sehen. So, ich habe 2 Bücher gekauft. Führer über die Kirchenmusik und die weltliche Choralmusik oder das weltliche Lied, muss man an der Stelle sagen. Und das weltliche Lied und ich wollte da mal reingucken vor der Kamera. So. Die Frage, fangen wir früh an oder fangen wir spät an? Gregor, Thomas Arne, Johann Christoph Back, unser Herzensfreude hat ein Ende, la joie a disparu de nos cœurs. Ich tendiere dazu, mit dem aktuellen Buch anzufangen. Das ist das hier, schon allein, weil die France Telecom was dazu getan hat. France Telecom, Fondation d'Entreprise. Dafür war das Buch ziemlich teuer. 35 Euro, Prix TTC France. Ich habe mehr bezahlt, glaube ich. Naja, es ist ja auch nach Deutschland gebracht worden. Ja, ich werde aus den Büchern vorlesen und dann mal nach Liedern auf Französisch gucken. Hier hinten sind noch ein paar Russen dabei. Hier, Michael Tippett, kenne ich gar nicht. Französische Franzose. Im Wesentlichen ist es nach Namen der Komponierenden, hier zum Beispiel Karl von Maria von Weber, steht ganz am Ende. Anton Webern, Kurt Weil, die Drei-Groschen-Oper, ist das bekannteste Stück, aber hier ist zum Beispiel auch das Berliner Requiem aufgeführt, Les Musiques de Scène, die Filmmusik oder die Theatermusik, das ist bei Yannis Xenakis, Kurt Weil hat hier zum Beispiel den Lindbergh-Flug
thront der Gebrüder Lindberg. Alexander von Zemlensky in Wiener ist zum Beispiel ganz hinten dabei. Bernd Alois Zimmermann, auch schon immer gehört den Namen, nie Musik von dem gehört. Der kommt hier aus der Nähe, aus Bliesheim, Prädekolonie. 1970 gestorben, 1918 geboren. Requiem für einen jungen Dichter, kenne ich auch vom Namen her nie gehört. Vielleicht kaufe ich mir dazu auch CDs und höre mir die an. Ich darf das, glaube ich, dann auch sogar, wenn ich dieses kommentiere, dann bekommt das Ganze Fallhöhe. Das können Sie dann auch vor der Kamera hören. Dann beschäftige ich mich mal wieder ein bisschen mit Musik, das finde ich gut. Ja, so. Das war's auch. Ich werde das Buch mir vor die Nase nehmen. So. Tschüss. Au revoir, Monsieur Dame.